Was bisher geschah. Und auf geht's nach Berlin. Jetzt nehmen wir auf. Und es war gut. Ach, er sagt, es war gut. Ich war nicht so ganz so zufrieden mit mir. Bijou ist eingeladen bei Freunden und das ist unter anderem da sind bekannte Profi-Synchronsprecher da bin ich ein bisschen aufgeregt, dass ich heute Idole von mir kennenlernen darf, nämlich den Synchronsprecher von Jamie Lee Foxx und Robert Downey Jr., Charles Rettinghaus, richtig? Genau, der und den Synchronsprecher von Tommy Lee Jones werde ich heute kennenlernen. Und da bin ich sehr aufgeregt, dass ich da mitkommen darf und die kennenlernen darf. Und vielleicht kann ich mir da auch gute Tipps holen. So, ich bin jetzt bei dem Charles zu Hause. Und da ist er! Das ja, ist bin der ich. Charles Rettinghaus. Und du sprichst unter anderem Jamie Foxx, Jean-Claude Van Damme, Robert Downey Jr. Absolut der Hammer, absolutes Idol für mich. Und kannst du mir dann irgendwie Tipps geben zum Synchronsprechen? Zum Tipp, also einen Tipp kann ich geben, natürlich, man sollte versuchen, morgens nüchtern ins Studio zu gehen. Das ist ganz wichtig. Weil, dass man nicht reilt oder so. Und Schauspielschule wäre auch nicht uninteressant. Oder Schauspielerfahrung, Schauspiel. Du bist ja YouTube-Star. Und ja, und nie was mit Cutterin anfangen. Da entstehen Kinder draus. Ich habe eine Tochter mit einer Cutterin. Aber ich bin stolz darauf, eine tolle Tochter. Also ich habe mal eine Ausnahme gemacht und das war auch eine gute Ausnahme, eine tolle Ausnahme. Ja, dann vielen Dank. Diese Tipps nehme ich mir zu Herzen. Wenn nie wieder... Oh. Okay, das ist natürlich super. Wird nie wieder Alkohol trinken. Und dann habe ich hier noch jemanden ganz besonders, da kommt das Fangirl-Syndrom aus mir raus. Ihr wisst ja alle, ich bin totaler Fan von Dexter. Dexter ist meine Lieblingsserie. Und wer ist hier? Der Synchronsprecher von Dexter ist hier. Hallo. Stell dich doch mal kurz vor. Ich bin Dennis Schmidt-Voss, ich spreche den Dexter und auch den Ryan Reynolds. Stimmt doch gar nicht. Ryan Reynolds, Ladies. Mach doch mein Video nicht kaputt. Den Ryan Reynolds, den spreche ich noch, Chris Evans, den Joshua Jackson, den Jason Segel. Oh, wie geil. Bei Grey's Anatomy den Alex Karev. Also ja, wie hört ein absoluter Profi und was für Tipps hast du für mich? Fang nichts mit Charles an, dann bist du verdammt in der Branche. Verdammt. Okay, den Plan kann ich dann schon mal streichen. Und für alle Gossip Girls Fans da draußen habe ich auch etwas. Ich weiß, ihr liebt alle Gossip Girls. Und ich habe hier Serena Wenderwutzen, richtig? Hier sitzen ihre Synchronsprecherin. Und du sprichst außerdem auch noch? Ich spreche oft Keira Knightley und Katie Holmes. Keira Knightley und Katie Holmes, also so die tollsten Frauen bei den amerikanischen Soaps, würde ich sagen. Richtig cool. Was für Tipps hast du für mich so? Worauf muss ich achten? Du musst nur darauf achten. Ach, ich glaube, du musst einfach nur so bleiben, wie du bist. Okay. Und, oder du heiratest einen Mann, der mehr verdient als sie. Und dann brauchst du dich keine Sorgen zu machen wegen ihrer schönen Einkäufe, die sie jeden Tag macht. Weil mit ihren Leuten, die sie spricht, könnte sie das nicht wuppen. Das sind entweder Scientologen-Girls oder... Wir hören ihn sonst gerne sprechen, aber ich glaube jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall. Ja, danke für die Tipps und ja, voll cool, oder? Das ist Markus Knüffgen übrigens. Genau. Auch Hauptrolle bei Radio Silence. Kennt ihr ihn vielleicht irgendwoher? Was hast du denn noch so gespielt? Ganz viel, oh je, so viel. Genau, ist ausgegangen. Der Akku ist alle. Es läuft immer noch. Was hast du gespielt? Action Andy aus Bang Boom Bang, Bang, Bang hier, ne? Bang Boom Bang! Genau. Läuft bei ihm. Wir haben jetzt kurz vor 3 Uhr morgens und ach Gott, ich bin immer noch so aufgeregt, dass ich meine Vorbilder heute treffen durfte. War der Hammer und richtig, richtig, richtig nette Menschen. Also liebe Grüße an euch, falls ihr das hier seht und ein kleiner Traum wurde wahr. Ich muss ja sagen, gestern hat mich das echt verunsichert. Wir waren ja im Synchronstudio und da wurde mir ja eine Szene gezeigt, die ich dann synchronisieren sollte. Eigentlich eine ganz einfache Szene, dachte ich mir, wo sie auch so ein bisschen flirty war und so, die Schauspielerin. Und da dachte ich mir, ja, das kann ich auf jeden Fall. Und ich habe mich sowieso immer total so eingeschätzt, ja, ich kann das. Und dann, als ich synchronisieren musste, voll für meine Erwartungen habe ich dann voll abgekackt. Und das hat mich dann richtig in dem Moment auch voll verunsichert, dass ich dann so ein Blackout hatte mitten in der Aufnahme, wo ich auch den Start für die Szene auch manchmal verpasst habe, wenn wir es öfter aufgenommen haben. Und da dachte ich mir so, da kam mir echt so Gedanke so ein bisschen, scheiße, kann ich das überhaupt? Das hat mich dann echt so ein bisschen leicht verunsichert. Aber das ist halt auf jeden Fall eigentlich ein falscher Gedanke, weil den Gedanken brauchst du nicht haben, weil es ist halt eigentlich ja so, dass es einfach eine Trainingssache ist.
Natürlich ist man verunsichert, wenn man etwas nicht direkt hinkriegt, obwohl man denkt, klar, man kann das. Aber wenn man etwas das erste Mal macht und auch erst das zweite Mal macht, das ist ja wie beim Autofahren. Im Autofahren musst du 1000 Sachen gleichzeitig machen, denkst, du bist völlig überfordert, obwohl man sich so denkt, ja klar, Autofahren kriege ich hin. Dann macht man das erste Mal und denkt sich, oh Mist, wie viele 1000 Sachen ich gleichzeitig denken muss. Aber im Endeffekt ist es einfach eine Trainingssache und dich darf halt niemals so etwas verunsichern. Denn wenn du weißt, wohin du möchtest, was du willst, dann kannst du mit gutem Training, mit viel Training alles erreichen. Weil das Ding ist, gut sind viele Leute. Zu den Besten gehörst du nur dann, wenn du trainierst. Wenn du viel trainierst, kannst du auch deine Ziele so hoch stecken, wie es nur geht, weil die Leute sind ja auch irgendwie dahin gekommen. Ja, ich will auf jeden Fall viel trainieren. Weil ich habe dann da gemerkt, wo ich das aktiv gemacht habe, okay, da ist noch viel, viel zu tun. Und das Training ist ja das, was dich dann irgendwann auch sicher macht. Ja, beim ersten Mal wirst du nicht eine perfekte Leistung abliefern. Ja, ich hoffe, ich kann diese Unsicherheiten ganz schnell ablegen, weil das ist dann auch tödlich in dem Moment, wo du arbeiten willst, professionell. Weil dann kommt diese Nervosität auf und dann klappt es einfach nicht mehr, weil du auch das in der Stimme so aufbaust. Was ja auch völlig menschlich ist. Ich meine, du kannst auch nicht von dir selbst erwarten, dass du jetzt irgendwo hinkommst und die perfekte Leistung abliefern kannst. Aber wenn es nicht so ist, das darf dich nicht verunsichern, sondern du musst für dich selbst wissen, okay, ich will Synchronsprecherin werden, dahin will ich, das ist mein Ziel, das, was die Jungs da machen, von denen ich gerade lerne, da möchte ich hin. Beim Synchron hat man ja nicht die Zeit, sich vorzubereiten oft. Da heißt es im Studio und los geht's. Und es ist echt nicht so einfach, wie ihr denkt, weil ich glaube, dass viele, die nicht so Ahnung davon haben, wie das so abläuft, dass es einfach ist, einfach so die Stimme drauf sprechen, aber das ist richtig, richtig schwierig. Ja, und aus dem Grund ist zum Beispiel auch viel Zugucken wichtig. Selbst ich mache das bei der Schauspielerei. Ich gucke so viele Filme und gucke zu, wie machen es diejenigen, wo ich hin möchte. Wie machen die das? Ja, und deswegen, deswegen gehen wir auch jetzt ins Synchronstudio. Wir dürfen den Ronald Nitschke, auch ein absoluter Profi in dem Bereich, zu gucken bei den Aufnahmen. Genau, er ist die Stimme von Tommy Lee Jones und ist aber auch Synchronregisseur. Ja, Dialogautor. Genau, und heute gucken wir ein bisschen zu und gucken dann mal, wie die Profis das machen, um davon zu lernen. Ja, genau. Lernen, Routine bekommen. Und dann geht's. Hopefully. Ja. Beim nächsten Mal. Ich bin richtig gespannt, wie die Profis das jetzt machen. So, ich führe euch mal eben rum. Und sonst irgendwelche Anfängertipps? Naja, also der beste Tipp, den man jemand geben kann, ist... Ein Horror-Thriller-Film, Leute. Und ich habe eigentlich voll Schiss. Radio Silence. Der Marty ist da. Ja, ich bin auch da. Ach du Scheiße.